Wir schalten nochmal nach Frankfurt, zur deutschen Wertpapierbörse. Olli Roth ist Kapitalmarktexperte der Closed-Börse-Seiterbank und steht uns jetzt zum Interview zur Verfügung. Olli, vergangene Woche haben uns die Rohstoffmärkte in Atem gehalten. Auch der DAX ist damit doch kräftigst abgerutscht. Was erwarten Sie von dieser Handelswoche? Ich erhoffe mir von dieser Handelswoche, dass wir ein bisschen mehr Stabilität reinbekommen. Das heißt, dass wir aus dieser Korrektur, in der wir momentan stecken, zweifelsohne in eine Seitwärtsbewegung driften. Da könnten uns die ein oder anderen Konjunkturindikatoren in dieser Woche helfen. Vielleicht auch ein paar Zahlen aus der Berichtssaison. Da neigt sich ja die amerikanische Berichtssaison dem Ende zu. Und die deutschen Werte, die werden jetzt vermehrt eben ihre Daten, ihre Unternehmensdaten letztendlich veröffentlichen. Da erhoffe ich mir ein kleines bisschen Unterstützung für die Stabilisierung der Börse, denn wir haben schon ganz schön einen auf den Deckel bekommen, das muss man zweifelsohne sagen. Sie haben es gesagt, bei den Rohstoffen, besonders beim Gold, ist die Volatilität so hoch aktuell, wie ich sie persönlich noch nie gesehen habe, wo ein Goldkurs innerhalb von wenigen Stunden fast 3-5% verliert oder auch wieder dazu gewinnt. Also da ist die Spekulation wirklich extrem groß aktuell und auch in den Aktienmärkten ist die Volatilität extrem hoch aktuell und von daher wünsche ich mir, dass wir da etwas ruhiger, in ruhigeres Fahrwasser geraten in dieser Woche. G20, IWF, Weltbank, sind das irgendwo nette Debattierclubs oder sind das echte Thinktanks? Na, das sind schon Thinktanks. Also da passiert schon relativ viel. Allerdings mahlen dort die Mühlen eben sehr, sehr langsam. Und das muss man halt einfach wissen. Wenn die Großen der Welt zusammensitzen, dann sind die Interessen und die Interessenlage so unterschiedlich, dass man sich da eben nur schrittweise annähert und einen Kompromiss, einen Konsens findet. Also da sind sicherlich immer wieder interessante Themen dabei. Aber man muss immer wissen, wie langsam eben die Mühlen bei diesen Institutionen mahlen. Die Berichtssaison im DAX läuft diese Woche an, so richtig an. Was erwarten Sie ja von den Unternehmenszahlen nach den US-Daten? Naja, ich erwarte leider Gottes eigentlich Ähnliches, wie das eben in der amerikanischen Berichtssaison gewesen ist. Das heißt, die Unternehmensdaten werden tendenziell gut sein. Ich glaube, dass viele deutsche Unternehmen wieder sehr, sehr viel Geld verdient haben. Die Wirtschaft läuft ja eigentlich ganz gut, auch wenn das Wachstum jetzt ein bisschen reduziert wurde in den letzten 6 Monaten. Nichtsdestotrotz verdienen die Unternehmen ganz gut. Der Ausblick wird allerdings auch hier relativ unsicher sein, weil wir eben nicht genau wissen, wie die Konjunktur sich gerade im zweiten Halbjahr des Jahres 2013 entwickeln wird. Und deshalb werde ich mal nichtsdestotrotz relativ positiv optimistisch in diese Berichtssaison gehen und hoffen mal, dass der Ausblick vielleicht bei dem einen oder anderen doch ein bisschen stabiler wird. Also die Erwartungshaltung zumindest gegenüber den Zahlen und vor allen Dingen des Ausblicks der deutschen Industrie, die sind relativ niedrig und von daher hoffe ich mir vielleicht einigermaßen positives Überraschungspotenzial. Waren das eigentlich gerade die Beach Boys, die sich wieder getroffen haben, oder war das irgendwie ein Handy-Klingelton? Das waren ja ganz ungewöhnliche Töne an der deutschen Börse. Ja, ich muss mich konzentrieren. Ich habe mich schon auf dem Surfboard am Beach von Malibu gesehen, aber ich bin dann doch hier in der Börse geblieben. Das ist ja witzig. Okay, vielleicht kriegen wir den Bogen doch noch zum EU-Verbrauchervertrauen. Verschuldung der EU-Staaten und EU-Verbrauchervertrauen, da werden Daten veröffentlicht heute. Gibt es da Überraschungspotenzial? Ja, zweifelsohne, allerdings auch Negatives. Was das Verbrauchervertrauen angeht, da haben wir eigentlich in der letzten Zeit immer ganz gute Daten gehabt, besonders in Deutschland, aber auch in Europa, zumindest im Norden Europas. Da sah das eigentlich immer ganz gut aus. Jetzt muss man einfach abwarten. Da ist letztendlich relativ hoch schon gepokert worden. Also da ist die Erwartungshaltung relativ hoch und von daher könnte ich mir vorstellen, dass da ein negatives Überraschungspotenzial auf uns warten könnte. Wenn jemand auf der Straße Sie fragt, Olli, Sie kennen sich doch aus mit der Börse, was ist denn da ganz besonders wichtig derzeit? Ja, ganz besonders wichtig ist es, sich nicht von kurzfristigen Korrekturen aus der Bahn werfen zu lassen, sondern man muss schauen, warum wir in den letzten Jahren eigentlich deutlich kontinuierlich hinzugewonnen haben an den Aktienmärkten. Und da kommt immer wieder mein Hauptargument, die Zinsen, die sind niedrig, das Geld ist billig und deshalb muss es angelegt werden. Und solange dieser Faktor letztendlich Bestand hat, solange werden die Börsen auch weiter laufen. Wenn die Konjunktur dann noch dazu läuft, natürlich aufgrund des billigen Geldes, dann ist es umso schöner, dann wird sich die Börse auch weiterentwickeln. Davon gehe ich aktuell aus, aber auch da warne ich immer wieder davor, mit jedem Punkt, den der DAX im Moment wieder zulegt, desto größer wird auch das Rückschlagspotenzial. Das haben wir jetzt gesehen und das gilt natürlich umso mehr dann für die Zukunft, wenn wir mal wieder die 8000 überschritten haben sollten. Also dann schnappen sich jetzt Ihr Surfboard. Ich hoffe, Sie haben es ja entsprechend eingewachsen und wie sagen die Hawaiianer, häng los. Viel Spaß beim Surfen. Haare wachsen lassen und so, dauert alles ein bisschen.